Buongiorno Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Ja, heute mal nicht aus Deutschland, sondern ich bin mal wieder im Ausland und zwar im wunderschönen Island. In Island bin ich circa 8 bis 9 Tage und ich werde jeden Tag ein paar Sehenswürdigkeiten anschauen und einiges unternehmen und da nehme ich euch natürlich wieder mit. Ich will jeden Tag eben ein paar Aufnahmen für euch machen. Ich erkläre euch kurz, muss aufpassen, dass ich nicht hinfalle, was wir alles anschauen und dann werde ich versuchen, so gut wie es geht, alles abzufilmen und dann zeige ich euch das Ganze. Ja, seid mir nicht böse, wenn ich die Namen nicht immer korrekt ausspüre. Oder mal ein bisschen was verwechsel. Ich kenne mich selber noch nicht so gut aus. Aber ich hoffe, die kommenden Bilder bzw. Videos werden euch beeindrucken, denn es ist ein richtig, richtig geiles Land. Ich habe eben von ganz vielen gehört, dass Island so wunderschön sein soll. Und deswegen bin ich hier, um mir alles anzuschauen. Ja, dann geht das los mit meiner Trip. Und zwar schauen wir uns als erstes den Nationalpark Þingvellir an. Ja, das liegt so ungefähr 45 Minuten nach Reykjavik. In Reykjavik war ich jetzt eben eine Nacht. Dann haben wir uns ein Auto gemietet jetzt für die nächsten 8-9 Tage. Wenn ihr euch fragt, wer ist wir? Meine große Schwester und mein Vater. Mit denen 2 mache ich den Trip. Und jetzt nehme ich eben hier für euch das Ganze auf. Und dann zeige ich euch, wie dieser Þingvellir Nationalpark so aussieht. Let's go! Brothers in blood, sisters who ride, and we swore on the night we friends who we tied. With the changing of wind and the way water flows, life is short as the falling snow. And now I'm gonna miss you, I know. But when I'm und jetzt sind wir bei den Sufos Wasserfällen. Ihr seht sie im Hintergrund hier auch. Also schauen wir uns das Ganze mal von der Nähe an. Freunde, Tag Nummer 2 ist angebrochen. Wir sind jetzt hier in Seljansfoss. Seljansfoss heißt es, glaube ich, genau. Und das schaut jetzt hier aus so wie in Avatar, finde ich. Wenn man das sieht, hier im Hintergrund. Da schauen wir uns jetzt die Wasserfälle an. Die sollen spektakulär sein. Da kann man, glaube ich, auch ein bisschen reingehen in die Wasserfälle. Mal schauen. Und danach werden wir eine Wanderung starten. In den Wald da rein. Also hat meine Schwester gemeint, dass wir das irgendwie machen. Müssen wir dann schauen, wie das wird. Ich nehme euch mit, wir werden sehen. Lecco mio, das war kalt. Und nass. Ich bin jetzt zwar komplett von oben bis unten nass, aber egal, das ist was wert. Jetzt geht's zum nächsten Wasserfall. Ich glaube, da kann man noch näher rangehen. Mal schauen. Ja, da war ich jetzt nicht in der Hülle drinnen, da wäre ich zu nass geworden. Da hätte ich mit den Füßen direkt ins Wasser müssen. Das habe ich keinen Bock gehabt. Aber ihr habt ja gesehen, wie es ausschaut. War im Endeffekt fast das gleiche wie beim ersten Wasserfall. Genau, ab geht's zum nächsten Stopp. Wohin genau, weiß ich selber noch nicht. Werden wir sehen.
wearing on my shadow. There's a feeling you gave me and never grows. So, Freunde, Stopp Nummer 3 heute. Und zwar sind wir jetzt in Solheimer Jokül. Wir kommen den Bergen bzw. den Gletschern immer näher. Und wie das dann von nahen ausschaut, zeige ich euch jetzt. And the way water flows, life is short as the snow. Wir gehen jetzt mal zu den Gletschern. Keine Ahnung, ob das erlaubt ist oder nicht. Weil irgendwie gehen alle Leute nur oben und nicht nur unten bei den Gletschern. So, ich komme dem Ganzen immer näher. Wenn wir uns mal umdrehen. Ja, da hinten sind sie. Was ich sagen muss, was in Island extrem teuer ist, das sind die Lebensmittel. Ich habe mir gestern zum Beispiel 500 Gramm Hühnchen auf Nacht gemacht. Da kosten 500 Gramm in Island unglaubliche 11 Euro. Amerika war schon nicht billig, aber in Island ist man, besonders wenn man auf seine Ernährung achten will und relativ sich gesund ernähren will, richtig am Arsch. Naja, aber so ist es halt. So, jetzt sind wir schon ziemlich nah da. Krass, echt spektakulär. Ich kann ihn berühren. Weiter hoch geht es leider nicht mehr für uns, weil wir da Steigeisen bräuchten. Aber das machen wir jetzt heute nicht. Vielleicht machen wir das beim anderen Gletscher. Aber ja, gut, ja. Also habt ihr gehört. Die Chefin sagt ja. Das ist meine Mitreisende und der Big Daddy ist irgendwo da oben. So, dann geht's wieder zum Auto, zum nächsten Stopp. So, Freunde. Ja, kleine Planänderung. Und zwar machen wir die Gletschertour nicht mehr heute, am zweiten Tag, sondern die Gletschertour machen wir am dritten Tag. Ich hoffe, ihr versteht mich. Es ist ein bisschen windig hier. Ja, wir haben jetzt einen Campingplatz gesucht und gefunden, erfolgreich. Und zwar irgendwo im Nirgendwo. So schaut es aus da. Hier sind mega viel Schafe und Pferde. Die laufen da alle frei rum. Da hinten sind Pferde. Und bevor wir jetzt unser Abendessen machen, haben wir gesagt, machen wir noch einen kleinen Spaziergang. Am Ende des Tages zum Gletscher. Da kann man irgendwie ganz in die Nähe des Gletschers selber ein bisschen hinwandern. Und ja, das schauen wir uns jetzt an. Das sind nochmal ungefähr so eine Stunde Fußmarsch. Und dann können wir am Abend schön Abendessen, ins Bett gehen, morgen aufstehen. Und morgen dann wahrscheinlich, wenn alles gut läuft und wenn die Tour nicht irgendwie extrem überteuert ist, machen wir dann morgen eben die Gletschertour. Die ersten Wölfe sind am Berg. Wenn ich folgenden Clip nicht überlebe, ich hoffe, er kommt online. Der Franz Josef macht sich Sorgen um mich. Franz Ali Kim schon? Am Ende des Tages ist der Franz Josef noch bei mir. Ja, jetzt gehen wir zurück. Komm, jetzt gibt's Essen. Ja, er ist so ein schöner Hund. Buongiorno, Freunde, und herzlich willkommen zu Tag 3 der Islandreise. Es ist jetzt 7 Uhr in der Früh, mega früh. Ich habe mich schon frisch gemacht, geduscht. Wir sind jetzt hier auf so einem Campingplatz. Ich zeige euch das mal ein bisschen. Da hinten ist der Gletscher dann. Yes. Da wollen wir heute hin. Ich mache mir jetzt mit der Family noch ein kleines Frühstück, ein bisschen Sucre. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es losgeht. Und dann schauen wir mal, was wir den ganzen Tag so machen. Ob wir es schaffen, die Gletschertour zu machen, ob noch Plätze frei sind heute. Oder ob wir dann einfach nur ein bisschen am Gletscher wandern und dann wieder weiterfahren Richtung Südosten von Island. Wir werden sehen. Also, seid gespannt.
Was wir hier sehen, Freunde, ist eine uralte Bizeps Curl Maschine. Und zwar muss man mit dem Henkel einfach mehrmals richtig schön krass im richtigen Winkel anziehen, um den Bizeps extrem gut zu treffen. Auch damals haben sie schon so richtig krasse Maschine gehabt. Ich würde mir wünschen, dass das ein oder andere Fitnessstudio vielleicht mal wieder so eine richtig fette Bizeps Curl Maschine reinstellt. Also große Ketten, wenn ihr das sieht. Diese Maschinen müssen ins Studio. So, Freunde, mit der Gletscherwanderung wird es leider nichts. Nervt mich auch ein bisschen, aber kann man nichts machen. Wir sind jetzt dafür im Skaftavel Nationalpark unterwegs. Und ja, da gibt es schöne Wanderungen bzw. schöne Wanderwege. Wir haben uns jetzt einen ausgesucht, der dauert glaube ich 3 Stunden. Ihr seht's, ich bin jetzt schon am Schwitzen. Ist gar nicht so einfach, 120 Kilo fettfreie Muskelmasse den Berg hoch zu schleppen. Das Krasse ist einfach, finde ich, man hat hier bzw. unten beim Wasserfall, ihr habt es ja gesehen, lauter grüne Flächen, einen grünen Wald. Und direkt da, entweder hinter mir oder da, ist dann der Gletscher. Es ist mega heiß. Wie gesagt, ich schwitze mir einen Ast hier ab, hey, Wahnsinn. Übrigens, Leute, zum Thema Sikre. Also nicht, dass ihr meint, ich bin völlig blemblem. Natürlich weiß ich, dass dieser Joghurt bzw. Frischkäse oder Quark, was es auch immer sein mag, Sikre heißt. Eben nicht Sikre, sondern Skyr heißt Menschenskinder. Ich habe das schon so eingeprägt, weil bei manchen Wörtern mache ich aus Spaß einfach immer ein anderes Wort draus. Und deswegen sage ich jetzt die ganze Zeit Sikre statt Skyr. Aber nur damit du Bescheid wirst, ich bin nicht völlig blemblem. Natürlich weiß ich, dass der Skyr heißt und nicht Sikre. Ihr wisst, was ich mit Sikre meine. Mit Sikre meine ich den Skyr. Komplizierte Sache, oder? Eigentlich nicht, aber ich mach's kompliziert. Naja, zurück geht's zum Auto. Der Rundweg ist jetzt gleich vorbei und dann geht's weiter zur nächsten Sehenswürdigkeit. Was es ist, weiß ich selber noch nicht. Entscheiden wir uns dann gleich im Auto. Also, see you later, Alligator. Bis gleich. So, Freunde, wie ihr sehen könnt, jetzt sind wir ziemlich nah dran an lauter so Eiskuppen und lauter kleinen, würde man sagen, Gletschern. Also wirklich, wenn man da so ganz nah dran ist an diesen Eisbergen, das ist gigantisch. Eigentlich fehlt jetzt nur noch ein Eisbär oder ein paar Pinguine. Dann wäre alles perfekt. Schauen wir mal, ob wir die noch finden. So, Freunde, der nächste Stopp, und zwar jetzt sind wir in Westrahorn. Westrahorn, ja, ich glaube, das ist richtig so. Und zwar, da ist ein Wikingerdorf. Das schauen wir uns jetzt an. Also, der Ausblick hier ist mal wieder atemberaubend. Wenn man das sieht. Der ganze Ausblick hier ist schon mal wieder richtig krass mit den ganzen Bergen und alles. Genau. Das sind jetzt ca. 1 Kilometer Fußmarsch. Dann wandern wir jetzt wieder hin und schauen uns das Wikingerdorf an. Mal schauen, ob ich in den Punkt reinpasse. Das ist nicht gerade für Bodybuilder gebaut, das Ganze.